Das Kinderhilfswerk UNICEF beklagt einen deutlichen Anstieg von schweren Kinderrechtsverletzungen in Kriegsgebieten. Seit 2010 habe sich die Zahl der dokumentierten Tötungen, Verstümmelungen und Vergewaltigungen von Kindern weltweit nahezu verdreifacht. Jenseits der offiziellen Zahl von 170.000 Rechtsverletzungen liege die Dunkelziffer noch deutlich höher. Ein gefährliches Jahrzehnt geht zu Ende, vor allem für Kinder in Kriegsregionen. Kinder wie diese im syrischen Aleppo nach einem Luftangriff auf ein Krankenhaus. Seit 2010 hat sich laut dem Kinderhilfswerk UNICEF die Zahl der minderjährigen Kriegsopfer verdreifacht. Rund 170.000 schwere Gewalttaten an Kindern in Kriegen und Konflikten hat die Organisation weltweit erfasst. Besonders häufig wurden zuletzt Kinder in Syrien und im Jemen sowie in Teilen Afrikas Opfer. Immer wieder werden in Kriegen Kinder und ihre Umgebung gezielt attackiert. Oft sind Schulen Angriffen ausgesetzt, wie hier im jemenitischen Taiz. Oder Kinder werden gezwungen, als Soldaten zu kämpfen und zu töten. Wir sind entsetzt, dass Kinder nicht mehr tabu sind. Dass Kinder keine andere Chance haben, zu überleben in einer verrohten und brutalen Umgebung, dass sie selber zum Kämpfen gezwungen werden. Wir müssen alles tun, dass die Schutzverpflichtung, die nun mal die Konfliktparteien haben, im Kriegsrecht, auch im Völkerrecht, dass die eingehalten wird. Die Schutzverpflichtung ist Teil der Kinderrechtskonvention, deren Einhaltung UNICEF für das neue Jahrzehnt fordert. Außerdem ruft die Organisation einflussreiche Staaten dazu auf, ihre Macht zum Schutz von Kindern einzusetzen.